Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 Drake's Deception Remastered für die PS4. Wir sind hier in der Gosse aufgewacht, nachdem wir hier alle verarscht haben. Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, gut, okay. Oh, Charlie hat Platzangst. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's. Oh. War ja halb so wild. Was ist denn? Beziehungsweise es ist ja nicht Platzangst, es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, das ist ja Klaustrophobie. Platzangst ist Angst vor großen Flächen, vor Plätzen zum Beispiel. So, wo muss ich hin? Hier rüber? Ist ja schon fast zu einfach. Wartet, wir kommen so rum. Ja, klar. Oder wir setzen unsere Muskeln ein. Nö! Gute Idee. Stark. Ja, es sind schon einige Sachen eingebaut hier, die es im letzten Teil noch nicht gab. Das gefällt mir richtig gut. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Bam. Danke für die Hilfe. Hep. Und hoch. Ich wette, jetzt kommen die Bullen wieder, oder? Okay. Wirft es wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist. Chloe! Leck mich am Arsch. Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Ja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Okay, wir haben endlich eine Waffe. Nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Ey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Sind hier unterwegs mit unserer Gang. Aber wo ist Elena schon wieder? Im zweiten Teil war sie auch einfach weg und... Jetzt ist taucht schon wieder Chloe auf. Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Na, ich kletter schon. Ihr drei bleibt hier. Okay. Wow. Spring! Auf jeden Fall sind die Gegenstände, an denen man hier in diesem Teil klettert, deutlich abwechslungsreicher auch als in Teil 2 und 1. Wow, guckt mal, Leute. Cooles Panorama, oder? Schaut mal, da ist so ein Haus, das sieht aus wie das Haus in Washington, oder? Sind wir in Washington? Hm. Keine Ahnung, wo wir sind. Das weiße Haus ist es nicht, oder? Das hat so ein flaches Dach. Wie heißt denn das Haus mit diesem Rund?
In dieser Rundkuppel. Uah. Autsch. Wieso Mist? Wir sind doch drin. Leer? Moment mal, wo ist es? Was suchen wir denn überhaupt? Ah, da liegt was. Ein Schatz. Eine Halskette oder sowas. Würde ich jetzt schätzen. Ah. Ja, das ist das gleiche wie in den alten Teilen, dass man teilweise aus unerfindlichen Gründen stirbt, auch wenn die Höhe gar nicht so hoch ist. Muss ich mich dann hier so langsam runterlassen wahrscheinlich, oder? Nee. Wieso hält er sich denn nicht fest? Wo muss ich denn dann hin? Moment mal, wo ist es? Oder muss ich nach hier? Nee. Oder muss ich hier raus? Ah. Aha. Muss man ein bisschen mehr mitdenken. Was haben wir hier? Kabels. Jede Menge Kabels. Machen wir mal erstmal die Tür auf hier für unsere gute Gang. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich riech doch noch die Abgase. Gibt es bestimmt einen geheimen Eingang, oder? Hier, wo die Reifenspuren enden. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Ja, und hier stehen die. Genau auf vier Steinen. Wenn wir uns da zu viert draufstellen, dann wird doch bestimmt was passieren. Nur die anderen sind zu blöd. Die kommen nicht. Seht mal. Ah, jetzt. Kommt ihr? Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vielleicht, sagt er. Vier Reifen, vier Kontakte. Sorry, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und das muss es jetzt aber sein. Okay, ich soll die Umgebung absuchen. Von hier oder soll ich... Da oben sind auch noch irgendwelche Sachen. Vier Dinger. Ne, sind mehr, sind sechs. Ja, und dann? Ah. Moment. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Rat mir doch einen, Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun?
Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Elena war aber auch keine schlechte Fahrerin, muss man sagen. Die hat uns immer gut aus der Patsche geholfen in der Vergangenheit. Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Die alten Versorgungstunnel. Was wurde denn hier versorgt? Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Da haben wir doch mal draufgeschossen in der Vergangenheit. Ja, aber das ist doch diesmal wieder so. Diesmal haben wir aber sogar einen Schalldämpfer. Nice. Da sollten wir uns durchquetschen können. Ah. Glaube ich. Nach Ihnen, Mademoiselle. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Hey Mann, habe ich einen Rockern oder was? Ah. Mach einfach hin, Kumpel. Ich gehe ja schon. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Ich kann das Ganze übrigens die ganze Zeit übersteuern. Nett gemacht. Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Ich dachte gerade, da singt jemand, aber dann hat die Musik eingesetzt. Was ist das? Sie sind hier! Wie hat er mich denn gesehen? Ja, das war, denke ich mal, gescriptet. Ja, sehr schön, Mann. Oh, Okay. Gut geschossen. Stimmt, Nachladen war ja auf R1. Bisschen komisch. Nein, nein, lass den Dämpfer drauf. Das war's. Guck mal, ich darf die Pistole nicht wechseln. Munition würde ich mir aber wenigstens gerne nehmen. Scheinbar ein anderes Kaliber. Okay, der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Richtig schön gemacht, das Spiel bis jetzt. Oh, hier gibt's Strom und Wasser, das ist keine gute Kombination. Oha. So. Wo setze ich den ersten Sprung an? Am besten hier, oder? Nein! Halt dich doch da fest. Der eine springt mir einfach nach. Keine Ahnung, wer es war. Einer von beiden. Das ist ganz schön tief. Guck mal, da liegt noch ein Schatz. Nein! Ach, jetzt... Oh, diese Klettersteuerung ist bei dem Teil auf jeden Fall wieder schlechter geworden. Die war beim zweiten Teil eigentlich schon wieder besser. Das ist ganz schön tief. Oder ich stelle mich gerade dumm an. So, runter. Vorsicht, das rutscht. Ich will da nach rechts. Komme ich aber nicht. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? Ah, doch, jetzt geht's. Schatz! Nee, jetzt spring mal nach rechts. Was muss ich jetzt so? Ja. So, jetzt kann ich runterrutschen. Ging doch. Oh, es ist echt dunkel hier. Komm, Gegner. In Deckung. Kopfschuss. Sind das hier die Twins oder was? Sehen beide gleich aus, oder? Die Agenten-Twins. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen.
Gut, dass hier so viele Rohre sind. Und aufwärts. Hep. Da oben ist sowas wie ein Tor. Wo komme ich denn hoch? Hier vielleicht? Ah, hier wahrscheinlich. Ganz schön dunkel hier. Ich sehe kaum was. Was ist mit dir, Carter? Hilf mir mal. Klar, hab dich. Ich muss wahrscheinlich da an diesen roten Hebel. Werde ich mal schwer vermuten. Los, zieh. Ja, wieso zieht der nicht? Ach so. Sully muss wahrscheinlich auch gleichzeitig ziehen. Ah, ganz schön verrostet. Okay, Charlie, na los. Und hoch mit uns. Oh, da ist noch ein Schatz. Wie komme ich da hin? Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Jetzt spring da runter. Den Schatz hole ich mir noch. So, noch einmal runter. Und wieder hoch. Schon ein bisschen blöd gemacht eigentlich, ne? Als ob hier Schätze liegen. Schaut, als ob hier so ein, keine Ahnung, was das ist. Ist das auch irgendein Anhänger für eine fette Halskette oder sowas? Als ob hier sowas rumliegen würde. Naja. So. Hoch. Und weiter geht's. Wieder eine kleine Brücke hier. Okay, ich gucke erstmal, was hier ist. Mist, eine Sackgasse. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir hier runter. Hep. Oh, es geht weiter runter. Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind nicht ganz dicht. Kapitel 5. London Underground. Gut, Leute, dann werde ich hier einen kleinen Cut machen. In der nächsten Episode geht's dann weiter hier im Londoner Untergrund. Und damit ist auch die Frage geklärt, wo wir uns befinden. In London scheinbar. Scheint nur irgendein Gebäude sein mit so einer runden Kuppel draußen. Oder vielleicht ist das auch bekannt, keine Ahnung. Aber mir ist es jedenfalls nicht bekannt. Also würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Episode hier wieder einschaltet zu Uncharted, die Nathan Drake Collection. Exklusiv remastered für die PS4. Und bis dann. Ciao, ciao. Euer Silent.